Merkt ihr diesen Fehler? Dieser Fehler fällt unter Umständen erst auf, wenn es zu spät ist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In meinen letzten Videos ist einmal darum gegangen, Profi oder Bastler. Wo ist da der Unterschied? Ganz viele haben sich auf den Schlips getreten gefühlt und haben dann behauptet, ja, wenn ich heute im Keller und 20 Jahre lang irgendwelche Sachen bastelt, dann kann ich vielleicht sogar mehr wie ein Gelernter sein. Das mag schon durchaus sein, das mag auch für viele Berufssparten gelten. Ich sehe das bei einem Beruf wie ein Elektriker, bei anderen auch, bei vielen anderen auch. Aber bei einem Beruf wie dem vom Elektriker, sehr problematisch, sehr, sehr, sehr problematisch. Das mag schon sein, dass er mittlerweile aus Erfahrung, aus was er gehört hat, ein bisschen abschätzen kann, welchen Querschnitt das er verlegen muss, dass er Schaltungen verklemmen kann, Unterputzdosen, vielleicht sogar die Installationsdosen. Aber ist er in der Lage, Fehler vorherzusehen, beziehungsweise auch die Auswirkungen, wann dieser Fehler auftritt, wo es der anrichten kann? Das Beispiel habe ich gestern bei einem sogenannten, selbsternannten Profi. Der macht ja das schon 20 Jahre, ja, das ist das Problem. Der macht es 20 Jahre und da wird eine alltägliche Tätigkeit zu einer Routine. Und durch diese Routine passieren Fehler. Den zeige ich jetzt. Der liebe selbsternannte Profi hat ein Kinderzimmer neu installiert, hat eine Zuleitung gehabt. Die Zuleitung war im Schalter. Da war ein Schalter-Steckdosen-Kombination. Unten auf 30 cm Höhe hat er dann die erste Steckdose und dann im Raum mehrere Steckdosen an sich. Die Steckdosen haben alle funktioniert. Die Steckdose unterm Schalter, da ist 2x, 3x, 4x, 5x, 7x in der Woche, 12x in der Woche der Staubsauger angesteckt worden. Da hat die Frau oder wer auch immer einen Staubsauger angesteckt und hat da gesaugt. Alles wunderbar. Die Steckdose auf 30 cm Höhe unterm Schalter, die ist nie benutzt worden. Da war nichts, einen Staubsauger haben sie oben angesteckt, da unten war nichts in der Nähe. Die anderen in dem Zimmer war ein Fernseher, ein PC, neben dem Bett, Nachttischlampe. Das hat alles wunderbar funktioniert, das hat alles funktioniert. Jetzt ist der Sohnemann, ich glaube 12, 13 Jahre, hat jetzt ein Handy gekriegt. Der Anruf vom Kunde war, ob ich nicht vorbeikommen kann, ein Burm hat es an einer Steckdose eine aufgehauen. Für mich ist da dann Gefahr im Verzug. Bin innerhalb kürzester Zeit bei denen Leuten da, wenn ich gesagt, geht's ja in das Zimmer nicht mehr rein, da hat's da nichts mehr, eine Sicherung wieder ein oder irgendwas basteln, ich komm vorbei, ich schau mir das an. Dann bin ich hingekommen und hab mir das angeschaut. Und dann habe ich diese Steckdose ausgebaut, die Sicherung war immer noch heraus, oder die hat's dann geworfen, die Sicherung war definitiv heraus. Ich habe dann diese Steckdose mit dem angeblichen Fehler, was den jungen Mann eine aufgekaut hat, ausbaut und habe Folgendes gesehen. Der selbsternannte Profi hat rechts die zwei Neutralleiter, links die zwei PE und in der Mitte die zwei Außenleiter. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass alle weiteren Steckdosen im Raum ohne Fehler funktionieren. Da gibt es nicht ein einziges Problem. Der Fehler wäre nur aufgetaucht, wenn an dieser einen verkehrt verklemmten Steckdose angesteckt worden wäre. Nur das Problem ist, der junge Mann ist gar nicht dazugekommen, der ist vorher mit dem Finger auf den Metallbügel gekommen und der Metallbügel ist voll unter Spannung. Jetzt mal grundsätzliche Einblendung, sowas darf ich ja sowieso allein überhaupt gar nicht machen. Auch eine Elektrofachkraft, die 5 Sicherheitsregeln beachten. Das, was ich da jetzt gesagt habe, darf ja gar keiner machen, weil das ist ja Scheiß, das ist ja Fehler. Aber grundsätzlich, ihr wisst, auf was ich raus möchte. Ich habe gewarnt, nicht nachmachen, auch diesen Versuch nicht nachmachen. Kann zu lebensgefährlichen Sterbefällen führen. Ihr seht, ich habe das Ganze jetzt vom Netz genommen, um euch das zu demonstrieren. Wenn diese Steckdose, das sind alle die letzten im Raum, wenn die richtig angeschlossen haben, selbst wenn jetzt da wieder richtig weiterbrückt ist, funktioniert die alle einwandfrei. Und da, durch diesen Fehler, steht auf dem Schutzkontakt, auf dem Metallbügel, liegt da Spannung an gegenüber einem Potenzial, die vollen 230 Volt. Dieser Fehler bleibt unbemerkt. Ich möchte das jetzt überhaupt gar nicht
behaupten, dass dieser Fehler nicht schon mal selbst einem Elektromeister mit 40 Jahren Berufserfahrung passiert ist. Aber der Unterschied ist halt der, also ich kann mir nicht vorstellen, in andere Länder, andere Nationen weiß ich nicht, aber jetzt in Deutschland, doch bei uns in Bayern, da wo halt ich daheim bin, wo ich Elektriker, andere Elektrikerfirmen kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht jede Steckdose überprüft wird, dass nicht jede Steckdose mit einem Installationsprüfgerät gemessen wird. Das glaube ich sogar. Das glaube ich sogar. In Altanlagen vielleicht sogar mehr weniger wie mehr. Aber eins ist doch ganz klar, egal was ich einbaue, du wirst hinterher mit einem zweipoligen Spannungsprüfer prüfen. Prüfen. Das zeigt natürlich nicht als vollständige Prüfung, das weiß ich. Aber dieser Fehler wäre aufgefallen. Weil wenn ich das einstecke, dann habe ich keine Spannung. Weil da hätte ich ja einen auf den Neutralleiter gehabt und den anderen auf den PE. Dann würde keine Spannung anliegen. Dann wäre ich dazu gezwungen, zu schauen, was da los ist. Wenn ich es eingesichert hätte, hätte es mir vielleicht sogar auf dem Schutzkontakt dann eine gewischt. Viele von den selbsternannten Profis haben mir, ich habe mal ein Video gemacht über zweipolige Spannungsprüfer und dass sowas ein Lügenstift ist. Freilich, die eine oder andere Anwendung, ich habe das eh versucht zum Klarstellen, nur sowas ist halt nicht geeignet. Und ganz viele von den selbsternannten Heimwerker-Profis, die haben halt einfach keinen Duspol oder nehmen ihn nicht her, weil sie sich gar nicht bewusst sind, wo es da rauskommen kann. Der war vielleicht da im Raum drin, dann hätte er irgendwo eine Lampe, Nachtischlampe angesteckt, hätte da raus und reingeschaut, ja, geht schon, super, die hätte er halt übersehen. Ich sage nochmal, diesen Fehler, das falsch anschließen, da ist keiner gefeit davor. Das kann ein Lehrbund passieren, ein Laien, ein Profi, ein Meister, ein Doktor, vollkommen egal. Nur da, wo ich herkomme, da haben wir jede Steckdose prüfen. Vielleicht, ich sage es nochmal, vielleicht nicht 100% so, wie es sein soll. Vielleicht nicht jetzt jede Steckdose mit einem Installationsprüfer. Aber mit einem zweipoligen Spannungsprüfer, das Ganze überprüfen. Ich zum Beispiel bin der Meinung, ich sage zu meinen Leuten immer ganz gern, steckt einen 500 Watt Strahler dran oder ein Bohrmaschine mit 750 Watt unter Last, da gespannt es dann gleich, was Sache ist. Leute, passt auf mit dem, was dort. Gebt euch Mühe dort selbst bei der vermeintlich dümmsten Arbeit Steckdosen einschraufen. Aufpassen, mit dem Kopf dabei sein. In meinem letzten Video habe ich ja das gezeigt. Da habe ich an den Kommentaren wieder gemerkt, wie viele Unwissende überhaupt da sind, die aber trotzdem noch die Kommentare jede elektrische Arbeit daheim selber machen. Und gar nicht wissend, weil es bestimmte Fehleranordnungen einfach gar nicht verstehen, was sie nicht wissen, was den theoretischen Hintergrund einfach nicht haben. Der kann noch 5000 Lampen schon montiert haben. Deswegen versteht er auch nicht, warum bei einer bestimmten Schaltung aus Erdschluss Kurzschluss wird, wie da die Abschaltbedingungen dann sind, welche Abschaltbedingungen in welcher Netzform wann wirksam werden, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit eine Sicherung LSS überhaupt auslösen kann. Ich glaube nicht, dass allein ein Bastler, der hängt schon 5000 Steckdosen eingebaut hat und 27.000 Lampen montiert hat, überhaupt versteht, dass das sein kann, dass man einen Fehlerstromschutzschalter, einen RCD drin hat, hinten noch einen Leitungsschutzschalter und es an dieser Elektroinstallation irgendein Kriterium gibt, dass dieser LS nicht auslöst. Ich glaube nicht, dass er das theoretische Wissen hat. Das kann schon sein, dass das durchaus bestimmte oder viele Fachkräfte auch nicht haben. Aber Leute, auf alle Fälle, 100% mehr wie der Laie. Das war's von dem Video. Leute, bleibt gesund. Bleibt ehrgeizig, lasst euch nicht verarschen und werdet nicht überheblich. Das war's von meinem Kanal, von dem Video. Servus, Peter.